Hallo? Jo, also, das war jetzt ja der Probelauf sozusagen, der erste Versuch mal mit diesem neuen Setup hier. Und wie ist es euch angekommen? Hat es euch gefallen? Okay. Das hört sich ja schon mal sehr gut an. Wir haben auch noch mehr im Petto, aber ich denke, wir wollten als erstes mal wieder jetzt ein bisschen Redebeiträge haben. Und ich würde jetzt mal spontan eine kleine Diskussion starten wollen zu dem Thema. Möchte irgendjemand sich hierzu äußern, zu diesen Videos oder zu der Darbietung allgemein? Möge er gerne zum Mikro kommen. Erstmal nicht so viele, okay. Also mir hat es gut gefallen, ich fand es prima. Ich habe die Playlist auch zusammengestellt. Ja, also erstmal schönen guten Abend. Ich fand das allererst am beeindruckendsten, wie das funktioniert mit der Kontrolle. Und ja, ich befürchte, so ist es wirklich, ne? Wir werden komplett durchleuchtet und jeder sieht, was wir tun und was wir machen. Ich habe keine Angst mehr, hier zu stehen und zu sagen, was ich denke. Ja, dann sollen sie es eben wissen. Aber ich stehe dazu. Lieber bin ich offen und ehrlich und sage, was ich denke, als dass ich mich verstecke und das Gefühl habe, ich stehe nicht zu mir, so wie ich bin. Das ist es eigentlich. Jo. Ja, an der Stelle erstmal ganz, ganz lieben Dank an den Ben, der sich diese ganze Mühe macht, der uns hier einen Beamer hinstellt. Hör mal, habt ihr das schon mal auf einer Mahnwache gesehen? Also ich noch nicht, ich bin echt sprachlos. Das ist so groß, ne? Und auch die Sachen, die du ausgesucht hast, astrein, mehr davon, bitte. Ich fand das auch ganz große Weltklasse. Hatten wir vorhin schon mal darüber gesprochen. Ich fand das auch alles grandios. Nur wenn Videos länger als 5 Minuten dauern, also wenn da jemand redet, der länger als 5 Minuten dauert, dann sind wir meistens alle so, hey, ne? Nur so als Hinweis. Ansonsten war grandios, fand ich auch, auf jeden Fall. Guten Abend, hallo. Ich habe mal wieder über die Woche so ein paar nette Worte gesammelt, die ich gerne mit euch teilen möchte. Da ist auch was Lustiges bei, wobei eher mit mehr Ironie. Ich zeige euch das einfach mal. Und zwar, unsere Konsum- und Marktwirtschaft beruht auf der Idee, dass man Glück kaufen kann, wie fast alles andere. Und wenn man kein Geld bezahlen muss für etwas, dann kann es auch nicht glücklich machen. Dass Glück aber etwas ganz Besonderes und etwas ganz anderes ist, was aber nur aus der eigenen Anstrengung, aus dem Inneren herauskommt und überhaupt kein Geld kostet, dass Glück das günstigste ist, was es auf der Welt gibt, das ist den Menschen nach wie vor nicht aufgegangen. Das hat der gute Erich Fromm von sich gegeben. Und dann was vom Dalai Lama. Zunächst sollte man reiflich bedenken, wie ähnlich man dem anderen ist. Sie erfahren Freude und Leid genau wie ich. Darum muss ich sie beschützen wie mich. So, und dann habe ich noch was vom Albert Einstein. Der sagte nämlich mal, die Welt ist nicht gefährlich wegen denen, die Böses tun, sondern wegen denen, die Böses zulassen. Dann habe ich noch was für euch. Und zwar sind das 5 Vorsätze für jeden von uns, für jeden Tag, die, glaube ich, für alle die Welt ein bisschen schöner machen würden. Und zwar, ich will mich keiner Ungerechtigkeit beugen. Ich will bei der Wahrheit bleiben. Ich will frei sein von Furcht. Ich will keine Gewalt anwenden. Ich will in jedem Menschen zuerst das Gute sehen. Ich denke, damit können wir schon einiges bewirken.
Ja, man hat mich mal wieder hier hingeschoben. Da höre ich immer, ich soll positiv sein, ich soll nichts Negatives machen. Wenn ich die Bandbreite höre, da gibt es einen Song von der Bandbreite, die heißt Was ist los in diesem Land? Ich dachte schon, die Bandbreite wäre live, aber das wäre doch zu vermessen gewesen für heute Abend. So, dann gucke ich mir an, was mit dem Streik der GDL gewesen ist. Wie ein Karl Weselski fertig gemacht wird, maßlos fertig gemacht wird. Er wird persönlich diffamiert, schikaniert in der Presse. Er wird als Zombie dargestellt. So, das geht noch weiter. Das ist das Erste. Was soll ich daran positiv finden? Sorry, tut mir leid. Das Zweite kommt. Gestern, 9. November, sind in Erfurt, ist eine Demo gewesen von angeblich 4.000 Leuten, die also gegen gesagt haben, sie wollen kein Rot-Rot-Grün. Sie haben Nazis-Parolen gebrüllt, es waren Nazis dabei, NPD-Vertreter dabei, kann man alles sehen. Von der CDU, von den maßgeblichen Leuten kommt kein Widerspruch, nichts, null. Da kann ich auch nichts dran gut finden. Dann kann ich auch nicht sagen, gut finden, dass man immer wieder auf das Thema Unrechtsstaat kommt. Friedrich Schorlemmer hat ja gesagt, der Gesselhut, kennt ihr Gessler? Das war der Landfürst, der stand, man muss vorbeigehen, wenn man durch wollte, dass man durch durfte. Also jeder versagt sich vor dem Gesselhut. Da kann ich leider auch nichts dran gut finden. Und es gibt noch so viele Sachen, wenn ich dann bei Facebook sitze, wo mir der Hut hochkocht. Und jetzt sag mir einer mal, was soll ich positiv sehen, wenn ich jetzt einen anderen liebe? Liebe Leute, wenn in diesem Staate ein Streik, das Arbeitsgericht hat gesagt, der Streik ist rechtmäßig, wenn dieser Streik heruntergespielt wird, wenn heute im Morningbrief des Handelsblattes steht, früher hatten wir da Reisefreiheit in der DDR, jetzt nimmt uns die GDL die Reisefreiheit. Ich glaube, da kann ich im Moment leider nichts dran gut finden. Und das ist immer der Vorwurf, den auch Erich Kästner gehört hat. Mit dem Wort schließe ich mal ganz einfach. Man hat ihn nämlich gefragt, wo bleibt das Positive, Herr Kästner? So, zu meinem Vorredner möchte ich sagen, dass er völlig recht hat mit dem, was da vieles nicht in Ordnung ist. Das kann ich gut verstehen. Aber ihr kennt alle die Gesetze der morphogenetischen Felder. Alles das, was wir denken, ziehen wir an. Und wenn wir nur negativ denken über das, dass es so bleibt und dass es schlecht ist, wird es so bleiben und wir ziehen es auch an. Das heißt, wir müssen in der Hoffnung bleiben und im Frieden und in der Liebe. Und wenn wir das nicht machen, bleibt es alles schlecht und wir ziehen noch mehr Schlechtes an. Deswegen wünsche ich euch, dass ihr Mut habt, immer positiv zu bleiben. Warum stehen wir denn dann hier? Wenn wir keine Hoffnung haben und keinen Mut, warum stehen wir überhaupt hier? Und warum sind wir nicht zu Hause? Und machen gar nichts, weil wir Mut haben und weil wir hier stehen und was machen wollen. Und das finde ich super. Und deswegen möchte ich euch bitten, positiv zu bleiben, weil sonst können wir es direkt lassen und können zu Hause bleiben. Ja? Oh ja. Ja, ich weiß, ich bin wieder belobt als Advokatio. Ich habe nie gesagt, dass ich keine Hoffnung habe. Das habe ich damit nicht gesagt. Nur ich halte es etwas langsam für... Ich will ja keinen hier persönlich jetzt abqualifizieren, aber wenn wir uns alle lieben, davon ändern wir diese Verhältnisse nicht. So, und wenn wir schon etwas Gutes an der DDR finden, an der friedlichen Revolution, dann sollten wir hier auch mal ein bisschen anfangen, auf die Straße zu gehen, aber ganz ausgewählt, nicht mit Rechten, nicht mit Vorgestrigen, die wieder sagen, die Kinder müssen nicht in die Schule, nicht mit den Vorgestrigen, die wieder aus den Löchern kommen, die sagen, Homophobie ist eine Krankheit, die muss geheilt werden, das geht nicht. Und all solche Sachen. Oder nicht mit den Vorgestern, die sich dagegen wehren, wenn Kinder ab 12 einen Schulunterricht in Sexualkunde kriegen. So, mit den Vorgestrigen, da möchte ich nicht auf die Straße gehen. Da will mich auch keiner hier sehen. Und ich möchte auch nicht mit Leuten auf die Straße gehen, die Sehnsucht haben nach den Grenzen des Dritten Reiches. Da sind nämlich die sogenannten Reichsbürger. Die meinen, sie müssten das Reich wieder zurücksehen. Auch denen. Deswegen habe ich aber doch noch Hoffnung. Wenn ich keine Hoffnung stände, hast du recht, da würde ich zu Hause bleiben. Da ist es nämlich warm, trotz meines mageren Hartz-IV-Regelsatzes. So. Aber da habe ich schon Hoffnung, sonst will ich mich nicht hinstellen und teilweise auch etwas sagen, was vielleicht nicht unbedingt die Zustimmung einer Masse betrifft, die sich leider in meinen Augen manchmal etwas zu sehr ein bisschen esoterisch zurückzieht. Damit ändere ich die gesellschaftlichen Verhältnisse nicht, weil Revolution oder Änderung hat auch immer einen Kampf bedingt. Und durch Liebe habe ich noch nicht gesehen, dass sich die gesellschaftlichen Verhältnisse geändert haben. Sorry, tut mir leid. Deswegen habe ich trotzdem Hoffnung, etwas zu ändern. Da kriege ich keinen Beifall.